Krieg des Todes. Größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten, nannte sie der Lagerkommandant. Seit 1942 wird in Auschwitz Tag und Nacht gemordet. 1,5 Millionen Menschen finden hier den Tod. Herren dieser stacheldrahtumzäunten Welt sind die Totenkopfverbände der SS, die Täter. Ihre Opfer sind vor allem Juden, fast aus ganz Europa. Eingepfercht in Viehwaggons, in Tausenden von Todeszügen rollen die Transporte in den Süden Polens. Ihre Endstation ist Auschwitz. Die Gleise enden hier an dieser Rampe. Was danach geschah, war kalter Massenmord nach Plan. Mechanisch, systematisch, gründlich. Und das ist es, was den Holocaust von allen anderen Massenmorden unterscheidet. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau war nicht der einzige Vollzugsort für den Völkermord der Nazis. In Majdanek, Belzec, Sobibor, in Treblinka und Chełmno wurde ebenso gemordet. Auschwitz aber ist zum Sinnbild für den ganzen Holocaust geworden. Sicher auch, weil er so gegenwärtig ist, das Lager Birkenau, die Gegenwelt mit Gleisen, Stacheldraht, Baracken bis zum Horizont. Ein Golgatha der Menschlichkeit. Dass 50 Jahre später immer noch Verblendete und Lügner das historische Verbrechen leugnen, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Denn die Wahrheit über Auschwitz ist allgegenwärtig, gerade hier. Und sie erschließt sich nicht nur durch die Toten. Die Erinnerung der Überlebenden ist eindringlich. Nach 50 Jahren treffen sie sich noch einmal vor Ort. Und manche sind seit damals nicht mehr hier gewesen. Eine schmerzliche Begegnung. Fast auf den Tag genau nach 50 Jahren treffen sich 100 Befreier und Befreite im ehemaligen Stammlager von Auschwitz. Jene, die das Massenmorden überlebten, sind gekommen, um der 1,5 Millionen Toten zu gedenken und den Lebenden ein Zeichen zu setzen. Bescheidene Gesten zur Erinnerung an das, was unbegreiflich bleiben muss. Die schlimmsten waren die Angst, die Kälte, das Hunger, die ständige Angst von Überleben, von Erniedrigungen. Aber ich glaube, das Kampf ums Leben. Das war meine Jugend. Und das ist eine Art von Stolz, dass ich durchgekommen bin. Dass es mir gelungen ist, durchzukommen und zu überleben. Ich denke, Auschwitz immer wie ein Lager, nicht wie eine Gedenkstätte. Es wird für mich keine Gedenkstätte sein. Ich sehe dieselben Bilder, dieselben Leute, die viele Leute wie damals. Die ehemaligen Häftlinge auf dem Weg zum Grab gefallener Befreier. Ihnen zur Ehre haben die Bürger von Auschwitz auf dem Friedhof ihrer Stadt ein Mahnmal errichtet. Außerhalb der ehemaligen Vernichtungsstätte. Gedenkminute für alle Opfer von Diktatur und Völkermord. Versöhnung über Gräbern? Ja, ich weiß es nicht. Wenn man eine große Familie hatte und niemand zurückkam, ist Verzeihen. Auch wenn man verzeiht, die Menschen kommen ja nicht mehr zurück. Ich kann denen auch nicht verzeihen und ich will eigentlich auch nicht verzeihen. Aber Rache und solche Gefühle habe ich im Prinzip keine. We must try to cooperate. Wir müssen aufeinander zugehen, uns gegenseitig verstehen lernen. Wir müssen vergeben. Vergeben, nicht vergessen. Wir dürfen einander nicht hassen. Und für mich ist das die Botschaft von Auschwitz heute. Anna Polchikova, ehemaliger Häftling Nummer 75560, kommt aus der Ukraine. Auf diesen Tag hat sie ein Leben lang gewartet.
Für sie ist der Befreiungstag auch ein Geburtstag. Spurensuche im Lager Birkenau. Im Vorhof der Hölle schenkte sie vor 50 Jahren einem Sohn das Leben. Der Vater war SS-Wachmann. Viktor, ihr Sohn. Er sieht seinen Geburtsort heute zum ersten Mal. Es ist für mich wie eine zweite Geburt. Zeig mir, wo du mich zur Welt gebracht hast. Da drüben stand die Baracke. Weißt du ganz genau, wo es war? Komm mit, ich zeig's dir. Es sind nur noch ein paar Schritte. Hier war der Ort. Hier genau. Hier war Platz für kleine Kinder. Und erst für geborene Kinder. Oh, die Erinnerung der Überlebenden ist schmerzlich, denn verdrängen lässt sich das unfassbare Geschehen nicht, auch wenn man es versucht, als Opfer oder Täter. Wohl erst jetzt, Jahrzehnte später, offenbart sich, dass der eigentliche Sündenfall des 20. Jahrhunderts nicht der Krieg war, sondern Auschwitz. Synonym für alles, was der Mensch dem Menschen antun kann. Für Polen ist es das Symbol der Unterdrückung. Für die Sinti und die Roma Mahnmal für den Mord an ihrem Volk. Der Holocaust jedoch ist beispiellos, denn 9 von 10 Ermordeten in Auschwitz waren Juden. 1,5 Millionen Tote, diese Zahl ist bittere Bilanz von 1689 Tagen Massenmord und ungezählte Opfer sind nicht einmal registriert. Im Gas zu sterben war nur eine Todesart in Auschwitz. Hunderttausende verhungerten, erfroren oder starben durch Entkräftung, Seuchen, Zwangsarbeit, begingen Selbstmord, wurden auf der Flucht erschossen, totgeprügelt, aufgehängt. Zum Sterben gab es viele Möglichkeiten, wenige zum Überleben. Umso unschätzbarer ist das Zeugnis jener, die das Grauen überleben konnten. Unter ihnen Menschen, die nur deshalb überlebten, weil sie Zwillinge gewesen sind. Nach ihnen haben wir gesucht, weltweit, den Zwillingen von Auschwitz. Das dunkelste Kapitel von Auschwitz sind die Kinder. Nur wenige haben überlebt. Fast nichts ist über sie bekannt. Das sind Miriam und Eva Moses, 2 von 180 Kindern, die am Ende übrig blieben. Meistens Zwillinge, wie sie. Miriam und Eva haben überlebt, doch um welchen Preis? Als Versuchsobjekte für einen perversen SS-Hauptsturmführer, der mit einer eigenen Zwillingslehre unbedingt Professor werden will. Der Lagerarzt von Auschwitz, Dr. Josef Mengele. Wenn wir auf Mengeles Experimentiertisch geschnallt wurden, wussten wir nie, was als nächstes mit uns geschieht. Wir fühlten eine kalte Hand auf dem Rücken, ein Stethoskop und dann eine Spritze, die furchtbar wehtat. Wir hatten entsetzliche Angst. Das Arsenal des Dr. Mengele. Er entnimmt den Körpern Teile von Organen, spritzt Bakterien in den Kreislauf, öffnet Schädel, um Gehirne zu vergleichen. Auf diese Weise sterben Tausende von Zwillingen. Doch von der Rampe kommen immer wieder neue. Sie leben auf Abruf in diesen Baracken. Als Objekte für die pseudowissenschaftlichen Versuche der abwegigen Zwillingsforschung, die den Übermenschen züchten soll. Wie begann das Leben für die Zwillinge von Auschwitz? Der Tag in Auschwitz begann mit dem Zählappell. Alle Häftlinge mussten sich stundenlang vor ihren Baracken aufstellen. Auch die Toten wurden herausgebracht. Und wenn jemand fehlte, mussten wir so lange stehen bleiben, bis der Letzte gefunden war. Danach wurden wir Zwillinge zu den Experimenten ins Laboratorium gebracht.
taking the children, the twins, to the laboratory. Das Stammlager, Auschwitz I. Der Tatort. Hinter diesen Backsteinmauern missbraucht Mengele die Zwillinge für seine perversen Tests. Zwei oder dreimal in der Woche brachten sie uns in diesen Krankenbau. Hier mussten wir 6 bis 8 Stunden nackt stehen und wurden dauernd gemessen. Die Ärzte waren dort hinter den Glasscheiben. Es war grausam, ihnen stundenlang entblößt gegenüberzustehen. Ich habe mich nur noch wie ein Stück Fleisch gefühlt. Man demütigte uns. Wir waren noch Kinder, kleine Mädchen, mussten uns nackt ausziehen und auf Kommando bewegen. Die SS-Männer lachten über uns und wir weinten vor Scham. Es war eine unbeschreibliche Qual. Wir erinnern uns an einige schlimme Versuche, die Mengele gemacht hat. Besonders gut erinnere ich mich an einige Zwillingspaare, ja so etwa 10 oder 15, denen gleichzeitig Blut abgenommen wurde. Immer und immer wieder, bis sie buchstäblich reihenweise umkippten, auf den Boden fielen wie leere Plastiktüten oder leere Bierflaschen. Danach wurden sie alle umgebracht. Davon komme ich mein ganzes Leben lang nicht los. Nach den Bluttests konzentrierten sich Mengele und seine Ärzte ganz auf die spezifischen Merkmale, die die Zwillingsgeschwister voneinander unterschieden oder vereinten. Etwa verschiedene Haar- oder Augenfarben. Bei meinem Bruder und mir waren das unsere grundverschiedenen Stimmen. Mein Bruder war Sänger. Sogar bei Konzerten in Budapest ist er aufgetreten. Ich dagegen hatte keine Gesangsstimme. Dieser Unterschied hat Mengele fasziniert. In Auschwitz und in Birkenau hat man in unsere Augenhöhlen Einstiche vorgenommen. Seitdem können wir Licht nicht mehr ertragen. Unsere Augen entzünden sich sofort. Wir müssen immer Sonnenbrillen tragen. Jede Woche wurden Experimente an mir durchgeführt. Am Ende brachte man mich dann immer in einen speziellen Untersuchungsbau. Und dort wurde mir eine Flüssigkeit direkt in den Kehlkopf gespritzt. Mein Hals blähte sich auf. Ich bekam hohes Fieber, Übelkeit und Erbrechen. Dadurch wurde meine Stimme völlig zerstört. Wir sind seitdem für unser ganzes Leben geschädigt. Ich bin zu 100% invalide und kann mich allein gar nicht bewegen, nur mit Hilfe meiner Schwester. Auch die nächste Generation leidet noch darunter. Meine Tochter ist schon mit grünem Star geboren worden.
Als sie 3 Jahre alt war, verlor sie ihr Augenlicht. Für die Zwillinge von Auschwitz werden Grausamkeiten zu alltäglicher Erfahrung. Für sie ist die ganze Welt ein einziges KZ. Gegen Ende ihrer Leidenszeit steigert sich der Wahn des Dr. Mengele ins Unermessliche. Ungefähr nach 10 Tagen hat Mengele ein Paar von den Kindern weggeholt. Ich habe gedacht, zum Umbringen. Aber nach 3 oder 4 Tagen hat er die Kinder zurückgebracht in einen Zustand. Kann sich kein Mensch vorstellen. Die waren mit den Rücken, mit den Händen zueinander genäht. Und es war was Schreckliches. Es war nicht sauber, die Wunden waren vereitert, die Kinder haben geschrien, selbstverständlich alle anderen. Die haben Angst gekriegt und es war eine Hölle im Block. Das muss man sich vorstellen. Da holt Mengele einfach ein Zwillingspaar in den Krankenbau und operiert es zu siamesischen Zwillingen zusammen. Er wollte sehen, ob das funktioniert. Ein Körper, 2 Herzen, 2 Organismen. Das ist unglaublich. 3 Tage später haben dann die Eltern der Zwillinge, es waren Zigeuner mit Namen Igris und Tigris, ihre Zwillinge erstickt, um sie von den Qualen zu erlösen. Ich glaube, Mengele hatte nicht genug Zeit, um seine Versuche zu Ende zu führen. Als er wusste, dass er das Lager verlassen musste, weil die Russen im Anmarsch waren, wollte er alle Zwillinge in der Gaskammer ermorden lassen. In the gas camel, all the twins, because one day they took. Wir gingen zum Krematorium und waren schon ausgezogen, als nach 10 Minuten plötzlich jemand sagte, dass wir wieder herauskommen sollten. Es gab kein Zyklon B mehr. Und so konnte man die noch lebenden Kinder nicht ermorden. Tatsächlich befindet sich im Museum von Auschwitz eine von Mengele erstellte Liste mit Namen von vergasten Zwillingen. Und meine Schwester Eva und ich stehen auch auf dieser Liste. Es ist ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. Mit dem Lagerarzt von Auschwitz verschwinden auch die Protokolle seiner Zwillingsforschung. Bis heute weiß niemand, wo sie verwahrt sind. Und bis heute quält die Überlebenden die Frage, welche Gifte Mengele ihnen gab. Die Zwillinge von Auschwitz. Sie tragen die Spuren des Erlittenen für immer auf ihren Körpern und in ihren Seelen. Die Vergangenheit will nicht vergehen. Sie ist gegenwärtig, wie vor 50 Jahren. Und es gilt für alle, die in diesen elenden Baracken überlebten. Doch wer waren die Täter, die den Opfern gegenüberstanden, die sie quälten, töteten, den Massenmord verwalteten? Der Schreibtischtäter Nummer 1 war Hitler, ohne Zweifel. Ohne ihn und seinen kriminellen Wahnsinn wäre es wohl kaum zum Holocaust gekommen. Doch in Auschwitz hat er sich nie blicken lassen. Das war auch nicht nötig, denn hier taten viele kleine Hitler ihren Dienst. Und Auschwitz funktionierte wie ein Industriebetrieb mit dienstbeflissenen Verwaltern und Vollstreckern vor und hinter seinen Todeszäunen. Diese Tatsache erschreckt. Was waren das für Menschen, die die Mordfabrik betrieben? Was hat sie bewegt, so selbstverständlich ihrem Handwerk nachzugehen? Gab es keine Skrupel, keine Schuldgefühle und kein Mitleid? Ein Bericht über die Täter. 6. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung. Hitler macht auch diesmal keinen Hehl aus seinen Zukunftsplänen. Ich will heute wieder ein Prophet sein.
wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Er entfacht selbst den Krieg, der Vorwand und Mittel bietet, seine Drohung in die Tat umzusetzen. Während Hitlers Truppen nach Osten marschieren, treiben hinter der Front Einsatzgruppen von SS und Sicherheitsdienst Männer, Frauen und Kinder aus ihren Häusern. Mordkommandos erschießen annähernd 1 Million unschuldiger Menschen. Fernab von all dem Grauen, die Schreibtischtäter des Völkermords. Himmler und Heydrich planen schon weiter. Die Massenerschießungen sind ihnen noch nicht effektiv genug. So organisieren sie den Bau von Vernichtungslagern für den systematischen, den fabrikmäßigen Mord. Auf höchste Weisung rollt die Tötungsmaschinerie an, mit unerbittlicher Präzision. Der Fahrplan in den Tod wird penibel eingehalten. Endstation ist Auschwitz. Todesstätte für 1,5 Millionen Opfer. Arbeitsplatz für 7000 SS-Männer, die bis zum Ende den täglichen Massenmord verwalten und vollstrecken. Was sind das für Menschen? Täter, die später verurteilt wurden, über ihren Dienstalltag. Dann wurden die Leute in extra Reihen aufgestellt, die beim Arzt vorbeigehen mussten. Ne? Und der hat dann also die ausgesucht, die ins Lager gehen mussten und die ins Gas gehen mussten. Die Devise lautete an der Rampe, alles so ruhig wie möglich, dass alles in Ruhe abläuft. Es muss alles gezählt werden, aber eine Hundeschaft nach der anderen. Und wenn ich habe Anweisungen gegeben, eine Hundeschaft nach der anderen, aber da muss das ausgeführt werden. Abstand so und so, und da ist nichts zu denken, nichts zu ändern, war eine Sache. Sollten Sie vielleicht die Hände mit Glasierhandschuhe anfassen? Wie bitte? Auch jeder Soldat, der an der Front war gewesen, hat auch solche Befehle ausgegeben. Ob der richtig oder nicht richtig war, ist egal. Hat Befehl bekommen, dann muss er ausgehen. Dann kriegen wir Druck, dann mussten wir wieder etwas Druck den Häftlingen übergeben. Wenn man da zu weich war, da haben sie einen in den Bunker geschickt. Und das geht auch auf den Nerven, wenn man täglich früh aufsteht und man denkt dran, ach, es geht dieselbe Leier wieder los. Massenmord als lästige Routine. Dienst nach Vorschrift, ein geregelter Alltag. Gefühle gelten als Schwäche und Versagen. Befehle als Gesetz. Auch in Auschwitz regiert das Führerprinzip. Schmutzarbeit wird nach unten delegiert, ein Mechanismus, dem Häftlinge wie Hermann Langbein Tag für Tag ausgeliefert sind. Die SS-Führer haben in der Regel, es gab Ausnahmen, aber in der Regel einen Häftling nicht angerührt. Der Kommandant Höss, also ich habe ihn einige Male gesehen, der hat sicher nie einen geschlagen, aber sie haben die Kleinen befördert, wenn sie brav geprügelt haben. Es waren absolut ganz normale Menschen, die überhaupt in keiner Weise sich irgendwie unterschieden haben. Wenn sie sich irgendwie vielleicht doch unterscheiden, dann war es die, dass sie zwar mal im Durchschnitt mehr Opportunisten waren, als man sie sonst im alltäglichen Leben sieht. Ganz normale Menschen, so wie er, Dr. Münch, SS-Arzt in Auschwitz. Menschen, die also gesehen haben, wenn ich bei der Partei bin, habe ich Vorteile. Wenn ich bei der SS bin, habe ich noch mehr Vorteile. Wenn ich bei einem besonderen Haufen in der SS bin, da bin ich ganz oben, ganz vorne. Die Totenkopfverbände der SS. Verfügungstruppe für die planmäßige Umsetzung des Rassenwahns.
mit Härte für den mitleidlosen Lagerdienst gedrillt und Adolf Hitler bedingungslos ergeben. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, sein Wille ist ihnen heilig. Dafür gibt er ihnen das Gefühl, die Elite zu sein. Durchschnittliche Mitläufer werden zu Herrenmenschen erhoben, damit sie andere Menschen verachten und auf Befehl vernichten. In den Tod. Das war klipp und klar, nicht wahr? Also wir sind die Auserwählten. Wir dürfen das tun, wenn es auch hart ist. Wir retten das deutsche Volk vor dem Erbfeind, vor den Juden. Nicht wahr? Das ist es. Die waren ganz durch Himmlers Reden motiviert, die man sagte, ihr tut den schwersten Dienst, den man als Soldat überhaupt machen müsst, nämlich ihr, hier werden die Juden vernichten, die Juden sind unser Unglück und ihr könnt sagen, wir waren dabei gewesen, wir haben das durchgestanden, wir waren so tapfer, wir haben das alles gemacht. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgeraten. Das warten in jeder Partei, Genossen. Ganz klar steht in unserem Programm drin. Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben. Und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Sie glauben ja nicht, wie man abstumpft, wenn man in diesem Milieu Monate gelebt hat. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, gell? Wenn man sich, man hat es doch ständig, wenn man durch Lager gegangen ist, gesehen, wie da ein LKW-Transport in die Gaskammern geht. Gell? Das hat das noch an einem vorbeigefahren. Sehr bald hat man sich das abgewöhnt, den Menschen in die Augen zu sehen, wenn man nicht direkt Kontakt mit ihnen, persönlichen Kontakt hatte. Der Häftling war eben wirklich etwas völlig anderes als ein normaler Mensch. Es war eine andere Kategorie Menschen. Dann verliert das Gefühl, hier ist ein Mensch, seine Kraft. Das ist etwas, wenn man die Macht hat, Menschen auf ein Lebensniveau zu drücken, das man normal unvorstellbar erscheint, dann kann man sagen, das sind keine Menschen und die behandle ich nicht als Menschen. Und die Leute, die SS-Leute, die das Giftgas eingeworfen haben in die Gaskammer, hießen offiziell Desinfektoren. Ungeziefer Tilger. Sauberkeit, Ehrlichkeit, Ordnung. Wo Menschenleben jeden Wert verlieren, verkommen Tugenden zu zynischen Parolen. Wo Mord wie am Fließband verrichtet wird, sehen Mordgehilfen sich als Technokraten. Effektivität heißt ihr oberstes Gebot. In Auschwitz wird pflichtbewusst gemordet. Bürokratisch, pünktlich, reibungslos. Es war ein übergeordneter Betrieb. Es hat alles so ungeheuer am Schnürchen funktioniert, wie man sich das in einer bestgeführten Kaserne überhaupt nur vorstellen kann. Und wie diese Ordnung aufrechterhalten wird, da kommt man erst später dahinter. Das konnte ich im ersten Moment nicht sehen. Aber das war beeindruckend. Über den Alltag redet man nur dann, wenn etwas schief geht. Und dann hat ein anderer Schuld, über den schimpft man. Oder der Obere vor allen Dingen. Der ist ein Idiot, nicht wahr? Der hätte das ja voraussehen müssen. Wir stehen dann da mit so und so viel Tausend und haben nicht genug Gas, oder erstmal muss die eine Kammer geleert sein, ehe die anderen wieder kommen können, und so weiter und so weiter. Also rein technische Geschichten. Alles andere hat nicht interessiert. Wieso konnte es kommen und wieso konnten Leute, die normalerweise überhaupt unauffällig leben,
nicht Sadisten sind. Wieso konnten die in einer solchen Atmosphäre am Tag täglichen Massenmord mitwirken? Diese Atmosphäre hat dazu geführt, dass man einen Befehl, ein Nachdenken über einen Befehl gar nicht in Betracht gezogen hat. Ein Befehl ist ein Befehl, da hat man Jawohl zu sagen und durchzuführen und keine Verantwortung dafür. Und ich kannte SS-Leute, die gar nicht gern mitgewirkt haben. Aber der Führer hat es befohlen, der weiß es schon, was er macht. Das ist etwas, was auch für heute gilt. Führerbewusstsein darf man nicht akzeptieren. Und das ist das Gespenstische daran. Es waren selten Psychopathen, die den Holocaust vollzogen haben, sondern durchschnittliche Apparatschiks, die sich auf Befehlsnotstand beriefen. Neue Studien zeigen, dass die 7000 Täter sich nach Herkunft oder Bildung gar nicht wesentlich vom Durchschnitt aller Deutschen unterschieden. Hier in Auschwitz spielten sie sich auf als Herren über Leben oder Tod. Was bringt scheinbar ganz normale Menschen dazu, unmenschlich, verbrecherisch zu handeln? Die Kriterien für den Völkermord sind zeitlos. Krise oder Krieg in einer Diktatur mit einer Minderheit als Sündenbock und Opfer, Hass gepaart mit bürokratischem Erfüllungsdenken, aber all das reicht nicht aus. Warum es so geschehen konnte, darauf gibt es keine Antwort nach wie vor. Wir können nur erzählen, was geschehen ist. Erfasst und zusammengetrieben, überall, wo die Nazis herrschen. Vor allem sind es Juden. Noch wissen die Menschen nicht, was sie erwartet. Doch sie sind schon Gegenstand der sogenannten Endlösung. Verantwortlich für ihre Durchführung ist der SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, Leiter des Judenreferats im Reichssicherheitshauptamt. Für den reibungslosen Ablauf werden die Opfer getäuscht. Man gaukelt ihnen Umsiedlung vor in Familienlager. Der Transport in Güter- und Viehwaggons, nur eine vorübergehende Härte. Dicht gedrängt, ohne Essen und Wasser, sind sie meist tagelang unterwegs. Die Täter haben viele Helfer. Einer der eifrigsten ist die Reichsbahn. Nur mit ihrer Hilfe wird der Massenmord nach Fahrplan möglich. Zugnummer DA-13 von Berlin nach Auschwitz mit 1000 Reisenden. Zugnummer PO-107 von Bialystok nach Auschwitz, 2000 Reisende. Von Theresienstadt nach Auschwitz, 2000 Reisende. Auf der Rückfahrt sind die Züge leer. Die Fahrtkosten sind festgelegt, 4 Pfennig pro Fahrgast und Streckenkilometer. Die Rechnung erhält das Reichssicherheitshauptamt. Anfang 43, Stalingrad steht vor dem Fall, wendet sich SS-Chef Himmler persönlich an die Reichsbahn. Bitte helfen Sie mir und verschaffen Sie mir mehr Züge. Er bekommt sie. Jetzt wird Auschwitz die Zentrale für den Massenmord. An manchen Tagen kommen 10.000 Menschen an. Auschwitz I, das Stammlager, gibt es seit 1940. Doch für den Zweck ist es zu klein. Auschwitz II wird gebaut, das Vernichtungslager Birkenau, mit eigenem Bahnanschluss und einem Bahnsteig, der Rampe. Hier kommen die Züge an. Hier sehen die Opfer Auschwitz-Birkenau zum ersten Mal. Oft erleichtert, die stickigen und stinkenden Waggons verlassen zu können. An der Rampe werden sie getrennt. Die Selektion. Die kräftigeren werden Arbeitssklaven für die Industrie rund um Auschwitz
meist SS-eigene Betriebe, aber auch private Kunden wie die IG Farben. Für jeden arbeitenden Häftling muss auch die SS dem Reich Gebühren zahlen. Auf die anderen warten im Hintergrund schon die Todesfabriken. Direkt von der Rampe werden sie in den Tod getrieben. Kinder, Mütter, Alte und Kranke. Ihr Weg führt vorbei an der bis heute erhaltenen Aufsichtsbaracke. Im Spätsommer 1944 machen die Alliierten diese Luftaufnahme. Die Baracke ist erkennbar abgebildet. Darunter die Züge, in der Mitte ein Fußweg. Es ist der Weg ins Gas. Ahnen die Menschen noch immer nichts von ihrem Schicksal? Die SS-Männer erzählen ihnen von Wasch- und Desinfektionsanlagen. Erst danach könne die Aufnahme ins Lager erfolgen. Auf der Luftaufnahme deutlich zu erkennen. Der Weg führt direkt in die Gaskammer im Krematorium 2. Noch im Angesicht der Mordstätte wird vor den Opfern der Schein gewahrt. Die Täter machen unter sich keinen Hehl aus ihrem Tun. Weshalb es Juden und Bakterien und leisen Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Im Gegensatz zum fanatischen Rassenwahn der Rede wird der Massenmord kalt, technisch und fabrikmäßig vollzogen. Hier im Stammlager im Krematorium 1, dem einzigen, das noch erhalten blieb, sammelt die SS Erfahrungen. 60.000 Tote. Doch für die sogenannte Endlösung ist die Kapazität viel zu gering. Die SS-eigene Bauleitung nutzt das gewonnene Fachwissen für neue Anlagen mit weit größerer Kapazität. Die hier konstruierten und dann gebauten Leichenkeller fassen bis zu 1500 Personen. Der Leichenkeller 2, er dient als Auskleideraum. Die Opfer werden angewiesen, ihre Kleider abzulegen, sich die Nummer des Hakens zu merken, um später die Kleider wiederfinden zu können. Der Keller wirkt noch harmlos auf dem Plan und in der Wirklichkeit. Von hier werden die Menschen dann durch einen Gang in den Leichenkeller 1 geführt. Der unterscheidet sich in einem wesentlichen Detail vom ersten Raum. Er hat ein aufwendiges B- und Entlüftungssystem. Leichenkeller 1, das ist die Gaskammer. Worte wie Vergasung sind im offiziellen Sprachgebrauch streng verboten. Aber dann rutscht der Mordalltag doch in den Schriftverkehr der SS-Bauleitung. Man beruhigt die Vorgesetzten in Berlin. Der Vergasungskeller sei rechtzeitig fertig und könne termingerecht in Betrieb genommen werden. Stichtag 20. Februar 1943. In Auschwitz hat man die effizienteste Methode für den industrialisierten Massenmord gefunden. Das Giftgas Zyklon B. Ein Desinfektionsmittel. Darauf stolz ist vor allem Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, hier im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Zur Vergasung sagt er aus: Von Zyklon B wurden 5 bis 7 Büchsen von je einem Kilo für die Vergasung von 1500 Menschen benötigt. Die Zahl der Büchsen schwankte je nach der Größe der Gaskammer und nach den Witterungsverhältnissen. Das heißt, bei kaltem und feuchtem Wetter wurden 2 oder 3 Büchsen zusätzlich benötigt. So viele Dosen Zyklon B für eine Mordaktion. In einer vollgepferchten Gaskammer bleiben die chemischen Rückstände gering. Doch selbst bei dieser Dosierung gibt es Engpässe. Um Unterbrechungen im Mordalltag zu verhindern, holt die SS das Gas auch schon mal selbst bei der Firma in Dessau ab.
Der Hersteller, die Firma Degesch, liefert Zyklon B an die SS als Desinfektionsmittel. Dass der Verbrauch in Auschwitz um ein Vielfaches höher liegt als überall sonst, hätte die Firma irritieren müssen. So Lagerkommandant Höss im Verhör. Den Toten wird das Zahngold herausgebrochen. Schuhe, Spielzeug, Uhren, Schmuck, Brillen werden vom Reich beschlagnahmt. Aus den Haaren der Opfer sollen Filzpantoffeln werden für U-Boot-Personal und Reichsbahnbedienstete. Die Leichen müssen beseitigt werden. Bei der riesigen Anzahl bleibt den Mördern nur Verbrennen übrig. Mit diesen Krematoriumsöfen hat man im Stammlager Erfahrungen gesammelt. Jetzt setzt man sie in großem Maßstab in Birkenau ein. Die Leichen werden mit Aufzügen aus der Gaskammer zu den Öfen transportiert. Der Hersteller, die Firma Topf und Söhne Erfurt, liefert das Fachwissen für den Betrieb gleich mit. Vom Massenmord will die Firma nichts gewusst haben. Wenige Jahre nach dem Krieg erhält sie ihre Patente auf die Öfen zurück. Für die Ermordung und Beseitigung der Opfer gibt es in Birkenau 4 sogenannte Krematorien. Im November 1944 stoppt die SS auf Befehl Himmlers die Todesmaschinerie. Die Öfen werden abtransportiert, Richtung Westen. Die Kriegslage verhindert die geplante weitere Verwendung. Die Krematorien werden im Januar 1945 gesprengt. Man will die Spuren der Vernichtung vollständig beseitigen. Aber das ist nicht gelungen, denn die Spuren sind allgegenwärtig. Dennoch war die Wahrheit über Auschwitz so unglaublich, dass sich damals viele weigerten, sie wahrzuhaben. Über 20 Häftlinge entkamen und berichteten der Welt von dem Geschehen. Dutzende von Luftaufnahmen zeigten die Konturen des Vernichtungsapparats. Ein deutscher Fabrikant aus Breslau, Eduard Schulte, informierte den US-Geheimdienst über Hitlers sogenannte Endlösung. Die Alliierten reagierten nicht, sie wollten es nicht glauben. Und der Massenmord ging weiter, ungestört. Kein Widerstand. Nur eine todesmutige Verzweiflungstat von jenen, die gezwungen wurden, die Vergasten in den Feueröfen zu verbrennen. Der Aufstand von Auschwitz. Er begann an diesem Krematorium im Oktober 1944. Lange war er so vergessen wie die wenigen, die ihn trotz allem überlebten. Manche äußern sich zum ersten Mal vor einer Kamera. Sommer 1944, letzter Akt der sogenannten Endlösung. Jetzt auch für die Juden Ungarns. 400.000 werden nach Auschwitz deportiert. Nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager gehen sie sofort ins Gas. Um alle Spuren des Verbrechens zu beseitigen, hat die SS ein Sonderkommando eingesetzt. 860 jüdische Gefangene, die in 4 Krematorien gezwungen werden, die Toten aus der Gaskammer in Rauch und Asche zu verwandeln. Die Massenvernichtung durch eine Rebellion zu stoppen und die Todesfabrik zu zerstören, ist seit April 1944 Ziel des Sonderkommandos. Aktive Hilfe erwarten sie vor allem von der führenden Lagerwiderstandsbewegung der sogenannten Kampfgruppe Auschwitz. Ja, das wurde ihnen von der Kampfgruppe Auschwitz versprochen. Ja. Aber es wurde nie das Wort gehalten, immer wurde eine Ausrede gefunden. Entweder, dass die Russen noch weit sind, zweitens, dass die Partisanen nicht vorbereitet sind, dass sie nicht genug Waffen, die Armia Krajowa ist auch nicht vorbereitet. Und so wurde das in letzter Minute abberufen. Vom Lagerwiderstand im Stich gelassen und auf sich allein gestellt, trifft das Sonderkommando eigene Vorbereitungen für den Tag X. Es gelingt ihm, sich Sprengstoff zu verschaffen. 6 Frauen, eingeteilt zur Sklavenarbeit in der Union Munitionsfabrik, schmuggeln Sprengpulver in kleinen Mengen aus dem Betrieb. Eine von ihnen ist Anna Weizblum. I was going with this waste boxes to the pulver room door. Ich musste immer mit Abfalleimern in den Pulverraum gehen.
Dort entwendete meine Schwester den Sprengstoff, versteckte ihn in einem Stofffetzen, ungefähr so, etwa in der Größe eines Ping-Pong-Balls, und band ihn mit einem Gummiband zusammen. Dann warf sie dieses kleine Bündel in einen meiner Abfalleimer und ich stapelte noch andere darüber. Dann bin ich mit dem ganzen Abfall zurück an meinen Arbeitsplatz, habe alles ausgeschüttet und so lange gewühlt, bis ich das wertvolle kleine Bündel gefunden hatte. Und weil wir an der Häftlingskleidung keine Taschen hatten, habe ich den Sprengstoff in meinem Ärmel verschwinden lassen. Auf diese Weise fand das Pulver, das wir in winzigen Mengen an unserem Körper versteckt, Tag für Tag die 3,5 Kilometer von der Unionfabrik nach Birkenau schmuggelten, seinen Weg zum Sonderkommando. Und, soviel ich weiß, haben die dann kleine Handgranaten aus Schuhcremedosen gebastelt. Anfang Oktober 1944, die Vernichtung der ungarischen Juden ist fast abgeschlossen. Immer weniger Transporte erreichen das Lager Auschwitz-Birkenau. Jetzt will die SS zum Abschluss auch das Sonderkommando beseitigen. Man hat gesagt, die Leute, ihr kommt nach Deutschland, ihr werdet dort frei sein, ihr werdet arbeiten, Fachmänner, Schuster, Schneider. Und da hat man gemacht Appell und rausgenommen, 100 Menschen, 200 Menschen. Und die Menschen hat man umgebracht bald. Man hat sie nicht weggeschickt. 7. Oktober. Die SS setzt eine Selektion unter den Häftlingen des Sonderkommandos an. 300 Zeugen des Massenmords sollen liquidiert werden. In dieser ausweglosen Lage proben die Verzweifelten spontan den Aufstand. Leute waren 5 in einer Reihe. Und die haben angefangen zu zählen. 1, 2, 3. Bis sie gekommen sind zu dem Fall, dass der Jude rausgesprungen hat und hat geschrien, Hurra! Es fängt an. Als das Krematorium 4 in Flammen aufgeht, schließt sich auch das Kommando von Krematorium 2 der Rebellion an. Sie werfen einen deutschen Kapo bei lebendigem Leib ins Feuer, töten 3 SS-Unterscharführer, durchtrennen den Lagerzaun und ergreifen mit Häftlingen aus dem Frauenlager die Flucht. Aber die SS waren vorbereitet, sind draußen gestanden mit Maschinengewehren und so weiter und haben angefangen zu schießen. Die waren stärker als uns. Die SS reagiert mit einer Orgie der Gewalt. 451 Häftlinge des Sonderkommandos werden erschossen. As an aftermath of this uprising, the Nazis found this handmade. Nach dem Aufstand fanden die Nazis einige der selbstgebastelten Granaten und stellten fest, dass das Pulver sehr spezielle Merkmale aufwies und deshalb nur von einem einzigen Ort, nämlich der Unionfabrik, stammen konnte. Genauer noch, direkt aus dem Pulverraum. Und dort, in diesem Pulverraum, arbeiteten insgesamt nur 6 Frauen und eine von ihnen war meine Schwester. Außer Annas Schwester Esther bezahlen weitere 3 der 6 Frauen ihren mutigen Widerstand mit dem Leben. Ella Gärtner, Regina Saphirstein und Roger Robota, die den Sprengstoff an das Sonderkommando weitergab. Die 4 Frauen werden am 6. Januar 1945 hier auf diesem Platz gehängt. Es ist die letzte Hinrichtung vor der Befreiung des Vernichtungslagers. Anna Weizblum hat ihre Schwester am Galgen sterben sehen. Ich glaube nicht, dass es so sehr mit Mut zu tun hatte, was wir getan haben, als mehr mit der Vorstellung, uns nicht entwürdigen zu lassen. Be
Unabhängig davon, wer wir waren, wollten wir uns nicht herabwürdigen lassen. Es gab da diesen Willen in uns, der uns leitete und der uns sagte, dass wir Menschen sind und deshalb das Recht hatten, in Würde zu sterben und nicht wie Vieh abgeschlachtet zu werden. Die zynische Parole über diesem Tor zur Hölle, sie war stets verlogen. Frei zu werden, darauf hofften die Verzweifelten des Aufstandes von Auschwitz gar nicht mehr. Den Tod vor Augen wollten sie im Sterben ihre Würde wahren und das Leben anderer retten. Ein Fanal, dass Juden sich nicht wehrlos ihren Peinigern ergeben müssen. Keine Kraft in Deutschland hatte die Vernichtung aufgehalten. Jene, die den wahngetriebenen Psychopathen Hitler töten und dem Massenmord ein Ende setzen wollten, waren allzu wenige gewesen. Einsame Verschwörer ohne Widerhall in einem Volk von Mitläufern. Von denen gab es allzu viele, die genügend wussten, um genau zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollten. Auch wenn nicht nur Deutsche hier in Auschwitz mordeten, der Mord geschah in deutschem Namen. Und was wir aus diesem Erbe lernen, liegt an uns. Vor 50 Jahren kam die Freiheit für die wenigen noch Überlebenden von außen. Januar 1945. Die Rote Armee setzt zu ihrer Winteroffensive an. Hitlers Wehrmacht ist geschlagen. Sieger und Besiegte stehen längst fest. Noch ist Auschwitz weithin ein Geheimnis. Noch ist die Dimension des Völkermordes nicht bekannt. Im Süden Polens nähern sich Stalins Panzer der Zentrale der Vernichtung. Am 27. Januar erreichen sie Auschwitz. Nur noch 7000 Häftlinge erleben die Befreiung. Den Rest hatten die Täter auf Todesmärschen nach Westen weggeschafft. Die Kameras der Befreier kamen erst einige Tage später nach Auschwitz. Doch diese Filme sind authentisch. Dokumente des Verbrechens. Bestandsaufnahmen des Grauens. Viele können es nicht fassen, dass gerade sie überlebt haben. Die Baracken von Birkenau, Wartesäle auf dem Weg ins Gas. Spurensuche. Der Ertrag des Massenmords. Die Befreier sind fassungslos. Ob ich es wollte oder nicht, selbst einem alten Soldaten wie mir kamen da die Tränen. Ich habe völlig teilnahmslose Menschen gesehen, die einfach nur dastanden, nicht lachten oder weinten, sondern sich nur völlig apathisch verhielten. Am meisten aber hat mich die Anwesenheit von Kindern erschüttert. Wie waren die hierher gekommen? Erst als ich begriff, welchen Zweck dieses Lager hatte, dass das Ziel der Faschisten die Versklavung und Vernichtung ganzer Völker war, da begriff ich, dass auch die Kinder nicht zufällig hier waren. Nur wenige Kinder haben das Grauen überlebt. Als Versuchsobjekte pervertierter Ärzte. Wie haben diese Kinder ihre Befreiung erlebt? Es war an einem Tag, an dem der Himmel sehr bedeckt war, es schneite. Und plötzlich hörten die Kampfgeräusche auf, es war still. Und alle sagen plötzlich, wir werden frei sein, frei sein, wir werden frei sein. Es war ein wundervolles Gefühl, überhaupt erstmal zu verstehen, wirklich zu verstehen, was so lange unser einziger Traum war. Der einzige Grund durchzuhalten, dass wir am Leben bleiben und frei sein werden. Freiheit aber heißt noch nicht überleben. Viele leiden ein Leben lang an den Folgen von Hunger und Misshandlung. Während in Auschwitz das Morden ein Ende hat, herrscht auf den Todesmärschen weiter das System der Vernichtung. 60.000 treibt die SS nach Westen.
Wer zurückfällt, wird erschossen. Tausende erfrieren auf offenen Güterwaggons. Die Todesmärsche sind der letzte Akt des Holocaust. Einer der wenigen Überlebenden ist Estrongo Nachama, heute Kantor der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Fünfzig Jahre danach erinnert er sich an den Aufbruch aus Auschwitz. 2 Uhr morgens, Alarm, was ist, alle im Appellplatz. Nehmt ihr eine Decke mit? Und bekamen wir ein halbes Brot, ein Stückchen Wurst. Wir sind gelaufen 20 Tage nach Deutschland, nach Sachsenhausen. Wir waren tot, viele Tote, unterwegs. Von 12.000 blieben nur 2.000. Auch von Hunger, auch von Schlägen. Da war schlimm, weil erzähle ich noch das bisschen, war noch viel, viel schlimmer, erzähle ich nicht. War schlimm. Nach der Befreiung das erste und einzige Begräbnis am Ort des Verbrechens. Seit dieser Zeit erinnert das jüdische Totenlied an das unfassbare Geschehen in den Lagern. Und nicht nur in Auschwitz. Bergen-Belsen, Majdanek, Treblinka.